sofort hier aufzutauchen. Also, Superstar. Adler behauptet, du wärst gut genug, um bei uns mitzumachen. Abwarten. Wird das Wasser tief, heißt's untergehen oder schwimmen. Also, bevor ich dich ranlasse, legen wir alle Karten auf den Tisch. Keine Ahnung, ob Adler es erwähnt hat, und ich hoffe für ihn, er hat's nicht. Aber du schließt dich hier nicht irgendeiner Piratencrew an. Du schließt dich der Crimson Fleet an. Also, falls du die kleine Aufgabe überstehst, die ich für dich geplant habe. Ein medizinisches Versorgungsschiff namens Regana springt in den Orbit von Enceladus. An Bord findest du einen Verräter namens Austin Rake. Ich will ihn tot sehen. Töte Rake. Das ist deine einzige Option. Falls du meinen Rat willst, garantieren kannst du seinen Tod nur, wenn du die Regana in Weltraumschrott verwandelst. Bei diesem Auftrag geht's nicht um Beute, aber man braucht wohl einen Anreiz. Behalte den wertlosen Schrott, den das Schiff geladen hat. Wichtig ist nur, dass Rake stirbt. Erledigt ist es erst, wenn Rake nicht mehr atmet. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Und lass mich nicht zu lange warten. Das ist also die berüchtigte Neva Mora. Ich muss sagen, wenn sie das Beste ist, was die Crimson Fleet zu bieten hat, war der Beitritt wohl ein Fehler. Ich beobachte Rake seit Monaten, auch wenn er mir das ziemlich schwer macht. Er wechselt so oft seinen Standort und seine Identität, dass es mich ein Vermögen kostet, ihn zu verfolgen. Aber weißt du was? Es ist jeden verdammten Credit wert. Er hat mich vor Delgado bloßgestellt und ich hole mir seinen Kopf auf einem Pfahl. Weiß nicht.
ging es sicher schneller. Also, was ist mit der Ragana? Gib mir gute Neuigkeiten, dann können wir feiern gehen. Gute Arbeit, Neuling. Schnell, sauber, keine Zeugen. Egal, du wolltest in die Crimson Fleet. Und tja, du bist dabei. So einfach ist das. Hoffentlich hast du aus der Sache mit Rake was gelernt. Ich riskiere nämlich richtig was und bürge für dich. Wenn du es verbockst und ich dann wie eine Idiotin dastehe, hetze ich dir jemanden auf den Hals. Klar? Spar dir den Scheiß lieber, bevor ich's mir anders überlege. Wo du jetzt weißt, was Sache ist, zeige ich dir, worauf du dich eingelassen hast. Ich schicke dir den Standort unseres Hauptquartiers im Crix-System. Die Spacer nennen es den Schlüssel, die Fleet nennt es ihr Zuhause. Flieg hin, sobald du kannst. Lass mich nicht zu lange warten. Okay, wir sind drin. Hoffentlich weißt du, was du tust. Zur Venus? Tschüss. Ender Ikandei führt ein strenges Regiment. Wir sollten uns also benehmen. Ich hatte einen Freund auf der Ragana. Wenn ich dürfte, würde ich seinen Mörder spacen. Okay, hallo. Wenn Missionen ständig schief gehen, weiß ich nicht, wie lange der Commander noch für dich bürgen kann. Du bist zurück. Was zu berichten? Da bist du ja. Ich will antworten, und zwar sofort. Wir haben dein Gespräch mit der Ragana mitgehört. Was hat dich bitte geritten, diese Unschuldigen zu töten? Natürlich einen anderen Weg finden. Um als SysDev-Agent effektiv zu operieren, muss man alle seine Optionen abwägen und dann den Weg des geringsten Widerstands bei minimalen Todesopfern wählen. Du dagegen hast eine Abkürzung genommen, um den Auftrag zu erfüllen, ohne die Konsequenzen zu berücksichtigen. Das ist inakzeptabel. Du repräsentierst die UC SysDev. Das heißt, du hast immer eine Wahl. Ich weiß, du hast eine Rolle zu spielen, aber du musst besser sein als diese Piraten. Commander Ikandei hat recht. Du wirst bei dieser Operation ständig Entscheidungen treffen müssen, die bestimmen, welcher Seite du den Vorzug gibst. Jetzt muss ich wertvolle Zeit vergeuden, um die Wogen beim Mass zu glätten. Mir Ausreden ausdenken, vielleicht sogar lügen. Damit das klar ist, du tust, was du kannst, um in der Fleet zu bleiben. Aber das ist keine Lizenz zum Töten. Da ziehen wir die Grenze. Wenn du so etwas noch einmal machst, bist du draußen. Ich hänge die Fahndungsplakate persönlich auf. Verstanden?
Die Crimson Fleet ist allein durch Wohlstand motiviert. Blutvergießen ist meist nur ein Nebeneffekt auf dem Weg zu diesem Ziel. Ich bin überzeugt, dass du es vermeiden kannst, jemanden töten zu müssen. Wenn das aber die Mission gefährdet, bewerten wir die Lage im Einzelfall neu. Gut gesagt. Hoffentlich passt dein Handeln nächstes Mal zur Integrität deiner Worte. Aber davon abgesehen, konntest du wenigstens der Fleet beitreten? Keine Sorge. So grauenhaft dein Vorgehen noch war, es hat wohl alle Zweifel der Fleet ausgeräumt. Konzentrieren wir uns darauf und setzen die Mission fort. Unsere Infos zu Sasha waren korrekt. Nachdem wir von deiner Interaktion mit Adler Camp erfahren hatten, haben wir dein Treffen mit Neva Mora überwacht. Unseren Akten zufolge ist sie die Nummer 2. Wenn du dich also mit ihr gut stellst, bist du in der Crimson Fleet. Ihre Akte hat ungefähr das Volumen von Sol. Sie hat jung angefangen, als Straßenratte in Neon und sich bis zur Nummer 2 hochgearbeitet. Sie ist knallhart. Du darfst sie auf keinen Fall unterschätzen. Da täuschst du dich. Glaub ruhig an Ehre unter Dieben. Aber ich bin mir sicher, dass sie jeden Verdächtigen bis das Gegenteil bewiesen ist. Du musst nur dafür sorgen, dass du ihr Misstrauen ausräumst und dabei innerhalb der richtigen moralischen Grenzen bleibst. Tu, was du musst, aber nicht, was du nicht darfst. Wir wollen die Crimson Fleet schon lange dran kriegen, aber sie haben bisher nie genug Beweise zurückgelassen. Du darfst ihre Intelligenz nicht unterschätzen. Also, was hat Neva als nächstes mit dir vor? Wo du bestimmt Delgado kennenlernen wirst. Delgado ist der Anführer der Crimson Fleet. Ich habe hier ein Profil mit ein paar Hintergrundinformationen. Du musst die Eigenheiten sämtlicher Mitglieder der Fleet kennen, besonders aber die von Delgado. Ja, es fehlt uns gerade noch, dass wir die Fleet infiltrieren und dann rausfliegen, weil wir einen von ihnen unterschätzt haben. Sicher, aber man muss seinen Feind kennen und wissen, wie man ihn am besten besiegt. Wie dem auch sei. Nachdem du jetzt zur Fleet gehörst, operierst du unabhängig. Irgendwann beginnen wir dich näher zu beobachten. Aber vorerst müssen wir Abstand halten. Vor allem auf dem Schlüssel. Das verschafft uns auch die Zeit, unsere Verteidigung zu stärken, sollten wir die Fleet bekämpfen müssen. Apropos, sollten wir damit beginnen, das Schild-Upgrade zu implementieren? Unverzüglich, Lieutenant. Die Techniker und die Crew müssen benachrichtigt werden. Ich hoffe, durch deine Aufnahme in die Fleet sind alle möglichen Zweifel bei dir ausgeräumt. Ich bewerte unsere Erfolgschancen nun definitiv höher. Gute Arbeit, weiter so. Wir erwarten weitere Berichte. Wegtreten. Wir haben keine Mitgliederliste der Fleet. Es gibt zu viel Fluktuation. Es geht recht schnell voran. Der Commander ist sicher sehr zufrieden. Ich glaube, der Antrieb hat vorhin ein komisches Geräusch von sich gegeben. Wir haben eine Datenbank mit Profilen, die du lesen kannst. Das sollte dir helfen, dich bei ihnen beliebt zu machen. Aber die Profile sind nicht in Stein gelasert. Setze ein, was du kannst und fülle die Lücken. Wenn du fertig bist, kannst du bestimmt viel präzisere Profile erzeugen, als wir sie im System haben. Ursprünglich hieß das System Alpha Ophiuchi, bis Jasper Kriggs dort seine Flagge gehisst hat, der Gründer der Crimson Fleet. Weil Raumreisende das System unbedingt meiden sollten, haben Navigatoren es als Warnung auf Sternkarten mit Kriggs markiert. Sie hätten es auch einfach als Crimson Fleet eintragen können, vermutlich haben also die Piraten selbst den Namen ihres Anführers verbreitet. Mit den Jahren haben alle vergessen, wie das System ursprünglich mal hieß und angefangen, es Kriggs System zu nennen. So ist es bis heute.
zwei Gründe. Erstens hält Commander Ikandey sich bei dieser Operation extrem bedeckt. Das bedeutet, dass die Gefangenen an Bord bleiben, bis alles vorbei ist. Zweitens ist dies eine verdeckte Operation. Zu unser aller Sicherheit darf keiner von den Gefangenen wissen. Stimmt genau. Das haben wir vor einer Weile angefordert, falls es zu einem Konflikt mit der Fleet kommen sollte. Wenn wir alles finalisiert und getestet haben, reicht unsere Verteidigung für einen Sprung ins Krieg-System aus, wenn es soweit ist. Viel Glück auf dem Schlüssel. City.
Schiff. Willkommen zu Hause. Gekriegt. Verbiss dich! Du hast von 10k gesprochen, es waren aber 30. 40% von 30 sind um einiges mehr als von 10. Du wolltest 4000, du hast sie. Nicht mein Problem. Wenn du mich beklaust, ist das sehr wohl dein Problem. Machst du Witze? Was soll diese Szene von meinem Neuling? Von mir beim Clown erwischt werden? Der Tod ist gnädiger. Klingt, als hättest du der Fleet einen Gefallen getan. Und jetzt entsorgt die Leiche in der Luftschleuse, bevor sie alles vollstinkt. Sieh mal. Wo warst du denn so lange? Hast du das Grafspringen verlernt? Sicher nicht. Ein Neuling weniger, dessen Chaos ich beseitigen muss. Ich kann keinen zweiten Austin Rake brauchen, der kalte Füße kriegt. Wer die Fleet verlassen will, bezahlt den Preis dafür. Nicht in Credits, in Blut. Okay, gut. Schön, dass du ein bisschen Rückgrat zeigst. Wenn's hart auf hart kommt, stellt sich aber hoffentlich nicht heraus, dass das nur heiße Luft und starke Worte waren. Aber du hast es geschafft und darfst dir jetzt eine kleine Geschichtslektion anhören. Bereit zum Mitschreiben? Gut. Der fliegende Schrotthaufen, auf dem du stehst, ist der Schlüssel. War früher mal eine Sternenstation vom UC-Militär und ist heute die Operationsbasis der Fleet. Sieht von außen etwas ramponiert aus, aber wir halten sie zusammen. Yep, direkt vor ihrer Nase. Aber lange bevor du oder ich geboren wurden. Wir halten die Station schon eine Ewigkeit. Keine Sorge, Delgado erzählt dir alles. Aber hallo, du musst aber gut auf deine Sachen aufpassen. Credsticks verschwinden hier gerne mal einfach so. Wir sollten unsere Sachen sehr, sehr gut im Auge behalten. Ich kann dir alles über den Schlüssel erzählen, aber am besten zeig ich's dir auch. Komm mit. Okay, Geschichtsstunde. Also, der Schlüssel ist im Orbit um Suvorov. Den Eisball, auf dem die UC auch ein Hochsicherheitsgefängnis namens das Schloss gebaut haben. Irre witzig, oder? Hochsicherheitsgefängnis? Schloss? Schlüssel? Wir haben hier alles, was die Fleet braucht. Natürlich gegen Bezahlung. Auf dem Schlüssel regieren Credits. Merkt ihr das? Was zur Hölle soll das? Okay, okay. Moment, Neff. Bevor du sauer wirst. Ich habe alle Hände voll zu tun. Jasmine, Süße. Ich mache hier gerade eine Führung. Verrätst du mir also bitte, warum die scheiß Türen versiegelt sind? Das nennt sich Fehlfunktion. Weißt du, die Sache, mit der ich mich täglich rumschlagen darf? Meine Leute sind dran, okay?
Hab mal ein bisschen Vertrauen. In dich immer, Engelchen. Das ist Jasmine. Falls du was für dein Schiff brauchst, bei ihr kriegst du alles. Nachdem die Türen uns im Stich lassen, gehen wir als nächstes ins Depot. Also, wir haben über das Schloss geredet. Vor ungefähr 100 Jahren haben die Gefangenen da unten revoltiert und den Laden übernommen. Sie haben ein paar Schiffe gestohlen, es tatsächlich hier hochgeschafft und den Schlüssel übernommen. Wird auch mal Zeit, dass du uns frisches Blut bringst, Neva. Immer dieselben Gesichter wird auf Dauer öde. Du bist nur sauer, weil keiner mehr Lust auf deine Wucherpreise hat, Aludra. Egal, willkommen im Depot, Neuling, wo du von Glück sagen kannst, wenn die Blutsauger dich nicht komplett ausnehmen. Wow, wow. Ist doch nicht unsere Schuld, dass die Leute nicht checken, wie teuer es ist, saubere Ware auf den Schlüssel zu holen. Neva jammert nur, weil sie glaubt, wir hätten ihr zu wenig für eine kleine Lieferung bezahlt. Hätte eben ihre Hausaufgaben machen müssen. Ja, klar. Lach du nur. Aber das merke ich mir, wenn ich das nächste Mal was von euch Geizkragen brauche. Gehen wir weiter. Zurück zu meiner Geschichte. Was sagt man dazu? Neva Superstar. Ich wusste, dass du meine kleine Ecke im Schlüssel finden würdest. Das tun alle irgendwann. Hey, wenn du meine Taschen mit Credits füllen willst, werde ich dich nicht daran hindern. Der Großteil meines Sortiments ist Standard. Kinetik, Elektromex, Energie, sogar ein paar Sprengstoffe. Manchmal lagere ich auch Schmugglerware. Das Zeug, mit dem dich die Sysdev nicht rumspielen lassen will. Versuch nicht, mich übers Ohr zu hauen. Sonst gebe ich dir eine Gratisprobe. Und dein Kopf ist mein Ziel. Wir haben hier alle Vertrauensprobleme. Kleiner Rat, du kannst das Vertrauen der Fleet nicht kaufen, nur verdienen. Du blutest für die Fleet blutet für dich. So einfach ist das. Wer was anderes behauptet, lügt oder ist bereit, dir ein Messer in den Rücken zu rammen. Das war einfacher als erwartet. Die meisten Leute müssen auf die harte Tour lernen. Vielleicht steckt mehr in dir, als ich dachte. Ich wette, ich habe etwas, das dir ins Auge sticht. Fertig? Ist mir recht. Neuling, das ist Zuri, Königin der Exportware. Was ich nicht habe, brauchst du auch nicht. Neuroamps, Baupläne, sie beschafft dir alles. Apropos, du schuldest mir noch Geld, Neva. Fünfstellig. Zwing mich nicht, das auf die harte Tour einzutreiben. Auf die harte Tour?
Oh nein, Neuling, beschütze mich vor Zuris Rache. Schluss mit dem Bullshit, Zuri. Ich bezahl dich schon irgendwann. Wenn du damit ein Problem hast, red mit dem Boss. Rechts haben wir Radley von der Handelsaufsicht. Ich nehme an, du weißt, wie das läuft. Er kauft so ziemlich alles, egal wie heiß. Links ist die Krankenstation unter der Führung der einzigartigen Samina Misra. Sie flickt dich zusammen. Wenn du zahlen kannst. Krankenversicherung gibt's hier keine. Das ist unser letzter Stopp. Da drüben hast du das Last Nova, in dem Bock verwässerte Drinks zu absolut unverschämten Preisen verkauft. Und das hier ist der wichtigste Ort auf der ganzen Station. Der Rechnerkern. Unter der Führung des unvergleichlichen Shinya Voss. Schon wieder ein Neuling, Neva? Irre, dass Delgado dich nach der Sache mit dem Letzten immer noch rekrutieren lässt. Austin Rake, meinst du? Das ist erledigt, okay? Ich mag keine ungelösten Probleme und der Neuling hier hat es gelöst. Vielleicht bist du nächstes Mal einfach ein bisschen wählerischer. Das ist deutlich kosteneffizienter. Ja, ja, ich lieb dich auch, Schatz. Jedenfalls kümmert Shinya sich um unseren Lebenssaft. Das Geld. Wir nennen ihn den Rechner. Aber eigentlich ist er nur eine Nervensäge. Und Neva schlitzt dich auf, wenn sie glaubt, dass du Kretz blutest. Leck mich, Voss. Kümmer dich um unser neues Mitglied, sonst zieh ich den Ring aus der kleinen Bombe in deiner Brust. Jedenfalls legt Shinya deinen Account im System an. Auf mich wartet echte Arbeit. Wenn du fertig bist, komm nach oben, dann stelle ich dich dem Boss vor. Dann stelle ich mich mal richtig vor. Ich bin Shinya Voss, der offizielle Rechner der Crimson Fleet. Und da Neva es so charmant erwähnt hat, ja, in meiner Brust steckt eine Bombe. Und nein, ich werde nie wissen, was das Wort bescheiden bedeutet. Delgados Vorstellung von einer Sicherheitsmaßnahme verleiht mir sogar gewisse Macht. Freut mich, dass es dir gefällt. Tja, Verrat wird hier nicht gern gesehen. Da ich den Großteil der Transaktionen überwache und alle Konten der Fleet verwalte, bin ich eine wertvolle Informationsquelle. Wenn unsere Feinde mich gefangen nehmen oder ich plötzlich mein Gewissen und meine Moral entdecke, bin ich die größte Gefahr für uns. Die Bombe schenkt Delgado Seelenfrieden und ein gewisses Maß an Sicherheit. Ich habe den Schlüssel seit 5 Jahren nicht verlassen. Das wäre ein viel zu hohes Risiko. Also, ich richte alles für dich ein. Moment, ich konferiere mit dem Kern. Dank komplexer Modifikation, auf die sogar Ryujin neidisch wäre, kann ich direkt auf unseren Mainframe und das Galbank-Netz zugreifen. So kann ich Credits schneller und effizienter bewegen und waschen als gewöhnliche Cyberrunner. So, erledigt. Du brauchst nur noch Delgados Segen, dann gehörst du zu uns. Nein, bis auf die Modifikationen in Brust und Arm bin ich ganz normal. Ist die Fragestunde jetzt vorbei? Geht's wieder zur Sache? In das System zu kommen ist ein Kinderspiel. Rauszukommen, eher nicht. Egal jetzt. Hör zu. Dank unserer Beziehungen zu Kontakten in der gesamten Galaxie haben wir immer reichlich Arbeit anzubieten. Ich habe dir die nötigen Rechte eingeräumt, jederzeit über die Computer rund um den Kern auf diese Aufträge zuzugreifen. Ach, du weißt schon. Schmuggel, Piraterie, sich Sachen nehmen, die dir nicht gehören. Nichts, was dir den Schlaf raubt. Also, je nach deinen Methoden. Wenn Neva gut gewählt hat, dann ganz sicher. Das war, denke ich, alles. Also kannst du jetzt zu Delgado.
Fahr mit dem Aufzug nach oben. Du findest den Weg dann schon. Hoffe ich. Okay, hergehört. Ihr könnt alle aufhören zu jammern. Die Türen vom Atrium zum Laderaum sind repariert. Ach, und gern geschehen, Neff. Ist ja unser anderer neuer Rekrut. Nachdem wir jetzt alle hier sind, kommen wir zur Sache. Ihr zwei seid diesmal die einzigen Neulinge, die es geschafft haben. Die anderen, naja, die schließen sich niemandem mehr an. Nie mehr. Neva riskiert ihren Hals für dich, indem sie für dich bürgt. Das heißt, du hast das Zeug, der Crimson Fleet beizutreten. Genau wie alle anderen auf dieser Station. Befolg weiter Befehle, dann kassierst du ab. So einfach ist das. Okay, fangen wir an. Wenn du der Crimson Fleet beitrittst, bist du für immer dabei. Man steigt nicht aus, geht nicht in Rente. Raus kommt man nur, wenn man stirbt. Du bleibst loyal oder du trägst die Konsequenzen. Flieht vor Freunden. Flieht vor Familie. Flieht vor dir selber. Hey, wenn du ein Problem hast, kann ich die Wand hinter dir mit deinem Hirn verzieren. Dem Raum fehlt sowieso ein bisschen Farbe. Ist schon okay, Neva. Ich bewundere, wie viel Rückgrat der Neuling hat. Man braucht Mumm, um Witze zu reißen, wenn einem der Tod ins Gesicht starrt. Können wir uns beeilen? Ich will mich im Last Nova besaufen gehen. Ich bin beeindruckt. Das ist das erste Intelligente, was du die ganze Zeit gesagt hast, Mathis. Okay, ihr zwei seid scharf darauf, euch zu beweisen. Dann auf zum nächsten Job. Packt was Warmes zum Anziehen ein, Neulinge. Ihr werdet es brauchen. Oh Gott, sag nicht, du schickst sie für einen von deinen Initiationsausflügen nach Suvorov runter. 10 Ausflüge zur Oberfläche, 12 tote Neulinge. Langsam kannst du diese beschissene Lagerfeuer-Story doch mal vergessen. Cricks Vermächtnis ist keine Story, Neva. Wir haben frische Augen in der Fleet. Und wenn die zwei uns beeindrucken wollen, helfen sie mir, die Ruinen zu durchsuchen. Hoffentlich hast du recht, Del. Der neue Code für das Schloss hat uns eine Menge Credits gekostet. Und einen guten Captain. Bei dieser Initiation, wie Neva es nennt, kannst du sehen, wo alles angefangen hat. Auf Suvorov mit Jasper Cricks. Cricks hat die Gefangenenrevolte angeführt, aus der die Crimson Fleet entstanden ist. Und wenn sein Vermächtnis noch existiert, finden wir es. Bevor Cricks die Fleet verlassen hat, hat er in einer Nachricht ein Riesending erwähnt, das die Fleet zur Großmacht in den besiedelten Systemen machen würde. Bald nannten die Leute das Cricks Vermächtnis und alle, die versucht haben, es zu finden, sind gescheitert, verschwunden oder gestorben. Um eine Chance zu haben, brauchen wir erstmal einen Hinweis und den finden wir vermutlich auf Suvorov. Del hat das Beste ausgelassen. Dass die ganze Suche auf ein paar Wörtern auf einer uralten Slate basiert. Cricks hat auf der Aufnahme jede Menge große Töne gespuckt, aber Fakten sind kaum dabei.
Manche glauben daran, manche weniger. Hör nicht auf sie. Wenn wir Kriegs Vermächtnis in die Finger bekommen, hebt das die Fleet auf ein völlig neues Niveau. Dann sind wir der UC Systev mehr als nur ebenbürtig. Exakt. Langsam begreifst du es. Okay, genug geredet. Wir haben viel Arbeit vor uns. Und unser nächster Halt ist das Schloss. Jazz hat die Koordinaten auf deinen Schiffscomputer geladen. Nachdem Mathis kein Schiff hat, fliegt er bei mir mit. Wir sehen uns da unten, Neuling. Lass mich nicht warten. Wir nennen die UC Systev Haie. Aber für die Fleet sind sie Köder. Ich dachte, Delgado braucht dich auf dem Planeten. Warum redest du mit mir?